Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Kreativbürgerinnen und Kreativbürger, Herr Keimes, es tut mir sehr leid, dass ich den Schnittchentermin bei der Filmstiftung auch nicht habe teilnehmen können. Für das Versäumnis möchte ich mich bei Ihnen sehr entschuldigen. Okay, dann es ging um den Schnittchentermin, die Sie gerade ansprachen. Da konnte ich leider nicht dran teilnehmen. Tut mir sehr leid, ich möchte mich dafür entschuldigen. Und ein weiterer Hinweis war, wenn Sie gesagt haben, dass man einerseits nicht zu wenig Geld ausgeben kann und andererseits auch Geld nicht gleichzeitig aus dem Fenster werfen kann, doch das kann man sehr wohl. Also das Risiko besteht durchaus. Der Medienhaushalt, den wir sehen, das ist ein Mikrohaushalt. Den muss man mit der Lupe im Haushaltsplan suchen. Es handelt sich um 21 Millionen Euro in 2014, damit glücklicherweise nur 30.000 Euro weniger als im Vorjahr. Und bei diesen 30.000 handelt es sich um eine Verlagerung in einem anderen Haushaltstitel. Der Medienhaushalt konnte also im Wesentlichen stabil gehalten werden, was in Zeichen von Kürzungen an allen Ecken und Enden tatsächlich bemerkenswert und erfreulich ist. Schon letztes Jahr haben wir allerdings auf einen Punkt hingewiesen, der auch in diesem Jahr noch kritisch anzumerken ist. Ein Großteil des Medienbudgets geht zum Grimme-Institut und in die Film- und Medienstiftung. Wir unterstützen die Ausrichtung und Zielsetzung dieser beiden Institutionen ausdrücklich. Allerdings sind ihre Haushalte intransparent. Es ist für Außenstehende kaum möglich nachzuvollziehen, was dort mit dem Steuergeld überhaupt geschieht. Immerhin wurde im Haushalt nun erstmals eine kurze Übersicht über den Wirtschaftsplan des Grimme-Instituts veröffentlicht. Zugleich wurde der Etat des Grimme-Instituts um 110.000 Euro für Forschungsprojekte im Bereich digitale Gesellschaft aufgestockt. Die Ministerin hat also die Transparenz im Haushalt des Grimme-Instituts verbessert. Und gleichzeitig wird der digitale Gesellschaftswandel stärker in den Blick genommen. Demnach haben unsere Vorschläge ja doch Früchte getragen. Piraten wirken also doch manchmal. Einige Worte noch zur Film- und Medienstiftung NRW, die in diesem Jahr wieder den größten Batzen des Medienhaushalts erhält, nämlich 13,5 Millionen Euro. Wir wünschen uns natürlich immer noch eine stärkere Förderung digitaler, innovativer Medienformate. Insofern hoffen wir und appellieren an die Film- und Medienstiftung, ihre Förderprogramme in diese Richtung fortzuführen und weiter auszubauen. Wir Piraten sind uns der großen kulturellen und wirtschaftlichen Bedeutung der Medienbranche für NRW bewusst und sind der Überzeugung, dass in unserem Bundesland in diesem Bereich noch viele Schätze zu heben sind. Deshalb unterstützen wir auch die Förderung des AV-Gründerzentrums NRW und anderer Projekte im digitalen Bereich, für die zusätzlich 500.000 Euro bereitgestellt sind. Bedenken haben wir eher bezüglich kleinerer Haushaltstitel. Und das hat der Kollege Nückel gerade schon angesprochen, zum Beispiel den 215.000 Euro, die für eine sogenannte Veranstaltung mit Messecharakter des neuen Referats Digitale Gesellschaft ausgegeben werden soll. Wobei es derzeit offensichtlich noch keinerlei spruchreife Planungen gibt, was das denn eigentlich für eine Veranstaltung sein soll. Gibt es denn nicht nur schon genug Werbeveranstaltungen der Landesregierung? Könnte man dieses Geld nicht in reale Projekte stecken, statt in zweifelhafte Hochglanzveranstaltungen? Grundsätzlich begrüßen wir Piraten die Einrichtung eines solchen Referates Digitale Gesellschaft, das sich mit Grundsatzfragen der digitalen Revolution beschäftigen soll. Wir sind sehr gespannt auf die Details zu diesem Referat und wünschen uns die Einbindung der Netzbürger zu einem möglichst frühen Zeitpunkt. Ich fasse zusammen. Herr Kollege Schwert, wenn ich einmal ganz kurz unterbrechen darf. Der Kollege Keimes hat das Bedürfnis, Ihnen eine Zwischenfrage zu stellen. Nur zu. Die lassen wir zu, ja? Ja, warum nicht? Herr Kollege Keimes, bitte sehr. Ja. Dankeschön, Herr Präsident. Vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen, Herr Kollege. Ich möchte Sie fragen, wie Sie mir erklären können, dass Sie auf der einen Seite nicht wissen, was für 215.000 Euro von der Landesregierung geplant ist, andererseits uns hier aber frank und frei erklären können, dass es um eine Hochglanzveranstaltung handelt. Das Risiko steht im Raum, dass es eine Hochglanzveranstaltung wird. Solche Sachen haben wir schon gesehen. Und deswegen ist auch hinter meinem Satz ein Fragezeichen dran. Beweisen Sie mir, dass es keine Hochglanzveranstaltung wird. Im Moment haben wir diesen Haushalt hier abzunehmen und können da überhaupt nichts drüber sagen, was da stattfinden soll. Applaus
Ich fasse zusammen. Wir verlangen mehr Transparenz für die Verwendung der Landesmittel durch Grimme-Institut und Film- und Medienstiftung NRW. Und wir fordern noch mehr Engagement im Bereich der Kreativbranche und der Ausnutzung und Förderung von Chancen der digitalen Gesellschaft. Von diesen Punkten machen wir unsere Zustimmung für den Medienhaushalt abhängig. Für dieses Jahr bleibt es aber dabei. Wir sehen Fortschritte, aber zustimmen können wir diesem Haushalt noch nicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr